Heute der VK4502A oder wie er in meinen Augen heißen sollte, das Biest. Heute auf einem anderen Account, allerdings der Account ist von Brian, ich habe seine Erlaubnis, also alles kein Problem. Alles weitere nach dem Intro. So, hallo meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play World of Tanks Blitz. Wir haben jetzt ganz genau 14.35 Uhr und werden nun die Aufnahme starten. Was habe ich hier am Start? In einer anderen Garage und zwar auf dem Account von Brian. 798 schöne Freundschaftsanfragen schicken für meinen Freund Brian. Brian, ich hoffe, es ist kein Problem für dich gewesen, dass ich habe jetzt alle Rechte auf deinem Account, hast du ja mal gesagt. Also habe ich mir die Freiheit genommen, einen Panzer zu kaufen, nicht zu verkaufen, einen Panzer zu kaufen. Ich hoffe, du hattest kein bestimmtes Credits-Ziel, denn das hätte ich dir jetzt versaut. Ihr seht es hier oben schon, der Panzer hat 2,98 Millionen gekostet um den Dreh. Er hatte ihn mal erforscht, ihn dann aber links liegen lassen. Ich habe jetzt vor, auf deinem Account den weiter zu düsen, weil ich finde den eigentlich ganz fresh. Zumindest, was ich in den letzten Fights bemerkt habe, er hat eine gute Pen. Also er hat eine Penetrationsrate von unglaublicher Masse. Das kompensiert sich dann alles mit dem Schaden und der Munition. Und das alles kompensiert sich dann zu einer Kanone. Und zwar ist das die... Moment, muss ich nachgucken. Ist die 10,5 cm. 105 mm, 10,5 cm KWK L52, die haut richtig rein. Hier seht ihr es auch schon alles mal. Moment, wo ist es? Äh, 387 Shell Damage, also das ist ein 8er, der ist wendig. Hat gute Panzerung und ist auf dem Niveau eines IS-3. Auch wenn ihr es von der Panzerung nicht glauben wollt, ich werde es euch gleich beweisen. Ihr seht hier schon, ich zeige euch einfach mal die Garage von Brian. Ist eine echt gut ausgestattete Garage. Für jeden was dabei, von 1 bis 10. Das Einzige, was er nicht hat, ist die Stufe 7. Alles andere hat er in seiner Garage. Hier den Type 59, den ich euch auch schon mal vorgestellt habe, den PZ4 Anko, den AC1 Sentinel, Matilda, IS6, Jagdtiger 8,8 cm Edition 2015, längster Name für einen Panzer, den ich je ausgesprochen habe, E100, unseren VK4502A, E50, 4 Panzer 5-4, VK2801, Leopard, Panzer 38NA, Panzer 3A, Panzer 2, T40, T82, sein zweiter 10er, D10E5, T2 Medium, dann noch der M2 Medium und natürlich der E1, T1 meine ich. Aber heute erstmal der VK, ab ins Gefecht. Mal gucken, wo wir landen, ich bin echt schon gespannt. Oh nein, Kanal 10er. Ist es jetzt Vorführeffekt oder was? Willst du mich da oben ficken? Digga, wen willst du hier ficken, Matchmaker? Wen willst du hier ficken? Na gut, wenigstens ein Jagdpanzer und ein IS-6, aber wir werden wahrscheinlich verkacken. Also nicht wundern, wenn ich in den ersten 2 Minuten des Gefechts kacken werde. Das ist mit dem Panzer einfach Standard, ja. Mag vielleicht auch an meinen Künsten liegen, aber guckt mal euch den Panzer an. Das ist ein 8er Panzer und der fährt mit, ja, 38 Spitze, so steht's zumindest in den... Und dann seid ihr so schnell auf Position, so schnell kann der Gegner gar nicht gucken. Und dann könnt ihr auch euch noch so schnell drehen, damit könnt ihr ja richtig abdancen. Übrigens, die Hintergrundbeats im Hintergrund sind von Bosshafte Beats. Könnt ihr mal schön zu Hause vorbeischauen. Bosshafte Beats machen echt coole Beats für Gaming und Co.
alles gar kein Problem mit bosshafte Beats. Das war der erste Hit am T44. Schöne 300 reingeballert. T44, ich weiß nicht, ob du weißt, was du da machst, aber es ist sehr gefährlich. Aber ich denke mal nicht, dass ich dir das sagen muss. Jetzt muss ich mal kurz checken, ob mein Headset überhaupt an ist. Ja, ist es. So, du kleiner Spotter hier, du kannst ruhig mal weiter driven. Was machst denn du da? Ja gut, das Problem ist bei dem hier. Isu, Seite drauf. Oh, ich bin auf dem Scheiße. Isu, Seite drauf. Guck, jetzt hat er meinen Schuss für mich abgeflickt. Das ist doch süß von dir. Gut, du stehst hier aber auch offen, so dass jeder Pisser drauf gammeln kann. Deine Kette ist schon, da weißt du es, du Pisser. Ach, da, Zucker, blöd. Scheiße, ist ja scheiße hier. Ich weiß nicht, ob ich in Cap fahren soll. IS3 ist AFK. Junge, der gönnt sich heftig. Ja, Mann, Alter, der gönnt sich richtig heftig. Der gönnt sich seine Props. Erstmal Props an die Entwickler von Wargaming, die den VK natürlich mal wieder ins Spiel eingebracht haben. Weil ohne die gäbe es diesen Panzer im Game gar nicht. Ja, ich bin tot. Oh, aua, oh Mama. Aua, aua, aua. Wenn jetzt meine Mom reinkommt, weil ich Mama gesagt habe, ich... Ach, bist doch noch da. Bist aufgewacht, lieber IS3. Und ihr seht schon hier, das geht mit 40 Sachen bergab. Der zieht richtig weg. Der zieht richtig eine Salami vom Teller. Ich geh jetzt cappen. Habt ihr mich jemals in einer Aufnahme cappen sehen? Ich weiß gar nicht. So, mal kurz auf die Uhr klotzen. Noch eine Viertelstunde für euch parat. Ich werde jetzt eh verkacken, pass auf, Alter. Toll, jetzt kommt da noch eine T62, ja. Ah, alles klar, Digga. Wisst ihr, was ich manchmal nicht verstehe? Das Gegnerteam schafft es immer in 20 Sekunden zu decappen. Warum kriegt mein eigenes Team, wenn die Gegner mal cappen, das nicht hin? Ich verstehe das nicht. Sag mal, sind das alles Bots, die dann decappen? Nach Gott, ey. Das checkst du doch nicht in deinem eigenen Kopf dran. Das kannst du doch vergessen. Ja, hier kommt eine neue Info, was mich nicht interessiert, weil ich es auf meinem eigenen Account schon gelesen habe. Kurze Info, der Kuromori-Mine ist jetzt nur noch für Gold erhältlich. Kostet so etwa ab 2000 aufwärts, wenn ihr gar keinen. 2000 ist das Maximum und ich glaube, man kommt so auf 250, wenn man den letzten Ding ausgefüllt hat. So. Ja, was war noch was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht fahren wir ja noch eine Runde. Nochmal erwähnt, bosshafte Beats unten in der Videobeschreibung. Ja, macht sehr coole Hintergrundbeats sehr schön, das sehe ich doch gerne. Was ich nicht so gerne sehe, ist einer, das aus dem Gegnerteam. Der Pershing ist im Clan Rolex. Es sollte euch jetzt vielleicht noch nicht so viel sagen. Aber ich kann euch eins sagen, die Spieler in Rolex haben in etwa die gleichen Props und so. Das Gefecht gewinnen wir so hart. IS3, ISO und ich, alles in einem Pedo. Ja, KV1S, allerdings musst du dich auch dran halten.
Dann wollen wir mal, wa? Ich verspreche mir viel von diesem Ding hier. Iso, kannst du dich bitte im Hintergrund halten? Ja, sehr schön, das freut mich. Wie es sich auf der Karte Minen gehört, der TD hält sich erst. Na, was willst du denn jetzt hier eigentlich, Alter? Mit meiner Riesenkanone, mit meinem Riesenschnorchel. Nein, gefährlich. Nicht umändern. Ich denke, da droht jetzt mal gerade nicht so viel Gefahr. Ich sende einfach mal einen Blinden rein, der natürlich direkt in die Wand geht. Wohin auch sonst, wa? Das ist doch nur ein Ablenkungsmanöver. Ich sehe das doch schon wieder, dass das nur ein Ablenkungs... So, jetzt sollte es dir aber nicht mehr schwer fallen, den zu killen, oder? Oh, Jungs, ey. Ja, wenn ich hier oben nicht aufpassen müsste, würde ich da jetzt auch weg. Aber ich muss hier erstmal die ganze Flanke verteidigen. Ich hab gedacht, der trifft vielleicht. Jetzt stehe ich hier oben alleine, weißt du? Scheint AFK zu sein. Ich denke, dass ich mir um den Pershing gerade mal gar keine Gedanken machen muss, weil der scheint ziemlich AFK zu sein. Sieht zumindest im ersten und zweiten Moment gleich aus, ja. Third kill ab zum Pershing. I got a race point. So, jetzt noch zum Ru und zum T25-2. Thema hat sich gerade erledigt. Die Ruhe, ich denke, da muss ich auch nicht hin. Ich werde mal zum VK düsen. Vielleicht wird das ja noch was. Auch nicht. Tja, Jungs. Jetzt wird's langsam hier aber schwierig. Oh mein Gott, die Ruhe killt noch den. Oh mein Gott, die Isu klaut dem IS-3 den Kill. Naja, gut. Props an die Entwickler dafür, dass sie den eingebaut haben ins Spiel. Ich muss mich gerade mal am Kopf kratzen. Ja. Ich habe nur wenige Hitpoints runtergekriegt und jetzt kommt die Auswertung. Jetzt passt auf. Wow, 1330 Schaden gemacht, 15.912 Total Credits gemacht, 2 Kills und ganz wichtig, hier die ISO, ja gut, okay, der IS-3, ja, okay, gut, okay. Aber ich an dritter Stelle mit einem 8er und kein TD, Jungs. Shots fired, 7 directed hits. Okay, ja, Verhältnis stimmt irgendwie überein. Warte, Damage Cast with Player's Assistance. Das heißt, dass da, wo vorher Gegner reingewirkt haben, habe ich dann auch reingewirkt. Bedeutet eigentlich ganz einfach, ich habe nur Kills gekriegt, indem mir andere geholfen haben. Ich habe den nicht alleine abgeschossen. Aber das ist auch relativ schwierig in Blitz. Hier seht ihr die Panzer, an der ich am meisten gewirkt habe. Yo, Shot, XX. Ja, super, hab ich gemacht. Ich habe gar nicht an so vielen Panzern gewirkt. Aber das war, ihr müsst mir doch echt mal Props aussprechen und Lob vor allem, dass ich da oben alleine standgehalten habe und die Linie konkret ja, versteht ihr? Ich habe sie gecastelt. Das heißt, die anderen konnten rumdriven und ich habe den Kuromori-Mine
im Schach gehalten, dass er da nicht durch konnte, weil ich hätte ihn direkt geblockt. Ja, ist ja ganz klar, Kette ab, fällt. Ja, okay. Ganz klar, einer meiner Lieblingspanzer in World of Tanks Split seit neuestem. Natürlich, nichts geht über den KV-2 und die Isu, ganz natürlich. Und das Objekt, nichts geht über diese. Aber der hier ist an dritter Stelle. Also als erstes KV-2, dann Isu und dann das Objekt. Nee, nicht Objekt, sondern... nee, der ist an dritter Stelle. Also erst der KV-2, dann Isu und dann der VK-4502A. So, jetzt mache ich noch schön das Thumbnail, dann manage ich das Video. Ja, und dann kommt das Video so etwa, keine Ahnung. Vielleicht 16 Uhr online. 16, 17 Uhr, so in etwa könnt ihr mit dem Video rechnen. Meine Damen und Herren, bosshafte Beats unten in der Videobeschreibung. Meine Damen und Herren, ich darf mich von euch verabschieden. Mein Name ist René's Panzerecke. Bis zur nächsten bis morgen, übermorgen oder wann auch immer. Wir sehen uns, meine Damen und Herren. Adios!